Hallo, ich mache mich gerade fertig für einen ganz besonderen Tauchgang. Fast ein Taucharbeitseinsatz, könnte man sagen. Wobei es wird kein besonders tiefer Tauchgang, vielleicht Maximum 4 Meter. Und die Tauchzeit wird auch überschaubar sein, 20 Minuten vielleicht. Aber das 4 bis 5 Mal. Ich habe mir lange, lange überlegt, wie, ja sogar, ob ich überhaupt ein Video über das Thema machen soll, weil es ein Thema ist, das bestimmt polarisiert und eines, das ganz bestimmt auch nicht nur Likes erntet. Vor einigen Jahren hat ein Tauchbuddy mir von dem Thema erzählt, und zwar von einem Frosch, der so groß wird wie ein Basketball und dessen Kaulquappen schon so groß sind, dass sie kaum auf eine Handfläche passen. Es geht um den amerikanischen Ochsenfrosch. Das ist ein Einwanderer, der sich seit einigen Jahren im Raum Karlsruhe breit macht und eine negative Auswirkung auf das dortige Ökosystem hat. Immer mal wieder über die letzten Jahre haben wir diesen Einwanderer beim Tauchen gesehen oder davon in Tauchzeitschriften gelesen. Bereits in 2 Videos haben wir den Ochsenfrosch bzw. dessen Kaulquappen gezeigt. Ich verfolge das Thema also schon ziemlich lange, aber als dann meine Kids vor ein paar Wochen so eine Riesenkaulquappe aus dem See gezogen haben, beim ganz normalen Badeausflug, und selbst einheimische Badegäste dann total erstaunt waren, dass es solche Tiere bei uns überhaupt gibt, war das für mich der Anlass, dieses Video zu machen. Im Rahmen einer längeren Recherche haben wir Kontakt mit dem Verband Deutscher Sporttaucher, VDST, dem Badischen Tauchsportverband, Autoren verschiedener Fachartikel und dem örtlichen Tauchverein aufgenommen. Vom Badischen Tauchsportverband haben wir von Sammelaktionen gehört, zu der uns Hannelore Brandt, Präsidentin des Verbandes, eingeladen hat. Sinn und Zweck dieser Aktionen ist es, den Populationsdruck auf die umliegenden Seen durch Absammeln von Kaulquappen zu vermindern. Solche Sammelaktionen finden immer in der Abenddämmerung oder nachts statt und immer unter Aufsicht einer Biologin bzw. eines Biologen. An dieser Stelle sei betont, dass es eine von der Landesregierung speziell genehmigte Aktion ist, die auch verschiedenen Auflagen unterliegt. Auf unsere Frage hin, ob die Auswirkungen dieser Art wirklich so negativ auf unser Ökosystem sind, kam die kurze Antwort der Biologin: Hör doch mal hin. Hast du das gerade gehört? Ja, gehört habe ich schon. Kurze Erklärung. Normalerweise würde man in einer lauen Sommernacht allerhand Quaken und Geraschel an einem See wie diesem erwarten. Und Angelika? Aber Ochsenfrösche haben einen hohen Energiebedarf und sind bei ihrer Nahrungswahl überhaupt nicht wählerisch. Alle Amphibien bis zu kleinen Nagetieren, alles was ins Maul passt, wird gefressen. Gleichzeitig haben sie aktuell keine natürlichen Feinde, beziehungsweise werden von einheimischen Räubern noch verschmäht. Und so hört man nichts. Nur ab und an die dumpfen Rufe der erwachsenen Ochsenfrösche, die man über Kilometer hinweg wahrnehmen kann. Dabei handelt es sich um die Lockrufe von männlichen Ochsenfröschen. So, jetzt Gruppeneinteilung. Die Antje und der Frank gehen zum Stichwort Auflagen. Ganz bestimmt machen diese durchaus Sinn. Aber als wir vor Ort erfahren, dass die eingangs erwähnte Fangaktion der Kinder am Baggersee streng genommen gleich 2 unerlaubte Handlungen darstellt, regt das doch zum Nachdenken an. Zum einen ist es in Deutschland untersagt, jegliche Art von Reptilien und Amphibien zu fangen. Zum anderen ist das Einsetzen einer invasiven Art in ein einheimisches Gewässer verboten. Voilà! Einmal festgehalten, gezeigt, zurückgesetzt, 2 potenzielle Straftaten. Ja.
Um es deutlich zu sagen, diese Gesetze sind sehr sinnvoll und dazu gedacht, unsere Natur zu schützen. Wenn jeder bei dem vorliegenden Problem anfangen würde, Wild zu fangen, dann besteht die große Gefahr von Verwechslungen. Außerdem muss man sachgemäß mit der, wenn auch kritischen, Situation umgehen. Es greifen hier unsere Gesetze und die EU-Richtlinien zur Bekämpfung invasiver Arten. Unter Wasser ziehen die Buddy-Teams mit speziellen, sehr langen Keschern und einer Lampe los. Die Kaulquappen sind dort, wo die Vegetation es zulässt, leicht zu erkennen und dann auch nicht allzu schwer zu fangen. Innerhalb kurzer Zeit sind mehrere Dutzend Tiere im Netz. Nach 30 Minuten werden die Kescher geleert und die Aktion geht weiter. Auf knapp 1000 Tiere kommen wir heute. In den letzten Jahren fanden so fast jede Woche diese Aktionen statt. Sehr deutlich sind die Anzahl der gefangenen Tiere stetig gestiegen, bis zuletzt auf annähernd 20.000 pro Jahr. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Mannschaft Routine entwickelt hat und die Fangmethoden verbessert wurden. Betrachtet man die Anzahl der gefangenen Tiere im Verhältnis des Bereiches der Uferlinie, die bearbeitet wurde, maximal 30 Meter von ungefähr 4 Kilometern, so ist das Bild erschreckend. Schnell wird da klar, dass hier noch einiges getan werden muss. A. Ein Überdenken der aktuell geltenden Gesetze, da eine breiter angelegte Eindämmung besser unterstützt werden sollte. Und oder B. Erweiterung der Fangmethoden. Versuche mit Reusen, Lockrufen und Lockfutter waren bisher erfolglos. Zum Beispiel bejagen Jäger größere Tiere aktuell vom Boot aus. C. Eine bessere Unterstützung der Sammelaktionen durch Taucher. Natürlich nicht durch wildes Fangen, sondern im Rahmen genehmigter Aktionen und vorzugsweise aus versicherungstechnischen Gründen von voll zertifizierten Tauchern. Anders kann das Problem nicht gelöst werden. Zu groß ist die Reproduktionsrate und die aktuelle Population bereits und zu unzugänglich sind die Kanäle und Sumpfgebiete zwischen den betroffenen Seen. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, das Thema komplett zu lösen, das wird wohl kaum mehr möglich sein, sondern vielmehr darum, den Populationsdruck zu verringern, sodass sich hoffentlich die einheimische Fauna besser damit arrangieren kann. Also darum, Zeit zu gewinnen. Warum gibt es den Ochsenfrosch bei uns überhaupt? Hier gibt es unter vorgehaltener Hand die Vermutung, dass ein örtlicher privater Halter aus Unwissenheit vor etwas mehr als 20 Jahren einige Tiere in einem See ausgesetzt hat. Wie groß ist das Problem? Mittlerweile sind mehrere Seen im Karlsruher Raum betroffen. Aber auch rein abwärts gibt es bereits erste Populationen. Im Rahmen von Genanalysen wird gerade geklärt, ob und wie diese zusammenhängen. Bei den gezeigten Sammelaktionen werden jährlich um die 20.000 Tiere der Natur entnommen, Trend steigend. Jedoch, unter Berücksichtigung, dass ein weibliches Tier zwischen 10.000 und 15.000 Eier legt, kann man sich ausmalen, dass man sich immer noch deutlich in einem Bereich des exponentiellen Wachstums befindet. Auf der Webseite von neobiota.info kann man sich übrigens eine Übersicht über die gefährlichen, invasiven Arten in Europa verschaffen. Neben den Sammelaktionen sind Biologen dabei, Jagd auf die erwachsenen Tiere zu machen. Zudem wird untersucht, ob es eventuell auch andere biologische Lösungen geben könnte. Am Ende werden alle Individuen einzeln vermessen, klassifiziert und protokolliert. Unter Aufsicht eines Biologen werden sie dann weitmännisch, schnell und schmerzfrei getötet. Fünfer mit zwei langen Beinen. So zählen wir hier. Diese Erhebungen kann den Wissenschaftlern wertvolle Hinweise auf den Lebenszyklus der Tiere geben. Denn wir in Europa wissen erschreckend wenig über den nordamerikanischen Ochsenfrosch. Natürlich wollen wir auch wissen,
wie die erwachsenen Tiere aussehen. Dieser hier ist übrigens noch nicht ganz ausgewachsen. Sicherlich ein sehr schönes Tier, das leider in sein eigenes Ökosystem gehört. Es ist uns absolut klar, dass sicherlich einige Diskussionen entstehen. Wie denkt ihr darüber? Am Ende ist eines sicher: Die Natur findet immer einen Weg.